alle Achtung und diesen Respekt, den haben sie sich auch verdient. Die Schüler einer Förderschule in Altena, die haben seit 6 Monaten einen Kraftraum und seitdem stemmen und reißen sie Gewichte, die manch anderen Jugendlichen erblassen lassen. Und zwar so gut, dass sie sich die ersten schon für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. Hinter dem Erfolg steckt harte Arbeit und ein Trainer Marke harter Hund. Völlige Schütze runter, komm, runter, auf, eins, auf, zwei, auf zum Halbfinale. Ab jetzt zählen nur noch Leistung und Disziplin. Wer nicht spurt, sitzt auf der Bank oder fliegt raus. Das wissen Fleming, Delia, Turgay und die anderen. Trotzdem sind sie hier, um sich zu quälen für ihr Ziel, die deutschen Meisterschaften im Kraftsport. Die Rollen sind verteilt. Einer gibt die Befehle, die anderen gehorchen. Die meisten Teile sind anstrengend nach der Schule, aber so jetzt, so ist Wellness, so ist angenehm. Anstrengend halt. Und das ist verdammt anstrengend. Aber gut. Ja. Das macht Spaß, dann kann man Muskeln kriegen und so, dann sieht man gut aus. Chef im Ring ist Markus Glock. Der Fitnesstrainer spendierte der Förderschule Altena einen Kraftraum in einem ausgedienten Gemeindezentrum. Hier laufen die Jugendlichen zur Hochform auf. Wir haben hier schon Tränen gehabt, Flüche gehabt. Einige haben da auch aufgehört dann. Aber das ist normal. Ne? Das Wichtige ist, dass sie sehen, dass sie durch die Magie des Sportes ein neues Lebensfundament mit aufbauen können. Ne? Das klappt. Ja. Also bin ich auch stolz auf die Kids hier. Ne? Ich liebe das, mit den Kids zu arbeiten. Es gibt halt immer Probleme, aber das ist halt, dass man die auch aus der Welt schaffen kann. Es geht an die Königsdisziplin, Gewichtheben. Damit wollen Turgay und Fleming bei den deutschen Kraftsportmeisterschaften antreten. Turgay hebt 50 Kilogramm und das mit 13 Jahren. Sein Erfolg macht ihn wortkarg. Hättest du das denn gedacht, dass das mal klappt? Nein. Was sagen denn so deine Eltern und deine Geschwister? Die sind auch stolz auf mich. Ist das ein gutes Gefühl? Ja. Auch sie fährt mit zur deutschen Meisterschaft als einziges Mädchen. Delia schafft die 50 Kilogramm spielend, heute allerdings mit dem Bierfass. Warst du denn erstaunt, als du gemerkt hast, dass du das schaffst, dass du das kannst? Markus und ich waren beide erstaunt, weil wir haben beide, glaube ich, geschätzt, dass ich nur 20 schaffe und dann noch einmal die 50. Das war komisch. Stolz macht einen das. Ja. Leistung bringen, zu erkennen, ich bin wer, ich kann was. Markus Glock lässt seine Schützlinge im Sport Erfahrungen machen, die sie im Alltag selten oder gar nicht kennen. Ich habe hier vielleicht nicht ganz so hochtalentierte Kinder wie vielleicht woanders, aber ich habe willensstarke Kinder. Und durch Wille kann man mehr bewegen als durch Talent. Jeder hier hat den Willen, gut zu sein. Noch ein Spruch, machst du Sondertraining. Obwohl der Umgangston für ungeübte Ohren rau scheint, die Jugendlichen lieben ihren Coach, auch wenn er manchmal nervt. Und was macht man dann? Einfach nicht zuhören, links rein und rechts raus und weitermachen. Danke. Wie machst du das? Der nervt doch manchmal, oder? Ja, nervt er, aber höre ich nicht drauf. Wie findest du das, wenn er euch so anhört und immer neue Kommandos schreibt zwischendurch? Muss das sein? Ja, das muss sein. Wir sind in der Pubertät und da gehört das einfach dazu. Es hat keiner für möglich gehalten. Der Sport hat sie alle nach vorne gebracht. Die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften haben Turgay, Delia und Fleming in der Tasche. Und zur Meisterschaft kommen sie als... Gewinner, genau. Draußen ist es grau in